Eier für den Winter haltbar machen. Im Frühling und im Sommer gibt es immer viel mehr Eier als in der dunklen Jahreszeit. In diesem Video zeige ich Methoden, wie man die Eier aus dem Sommer im Winter essen kann. Ihr kennt das ja sicher. Zum Jahresanfang legen die Hühner viele Eier. Und dann lässt das Woche für Woche nach, bis die Hühner dann im Spätjahr in die Mauser gehen und eine Legepause beginnt. Eier werden ja schon von Natur aus mit Schale und damit haltbar geliefert. Und in diesem Video geht es darum, wie lange sie dann haltbar sind. Erstmal erzähle ich, worauf es generell ankommt. Und dann geht es darum, mit welchen Hilfsstoffen du dich rund ums Jahr mit deinen eigenen eingelegten Eiern versorgen kannst. Und damit meine ich nicht Sola-Eier oder fermentierte Eier, sondern ganz gewöhnliche klare und ungekochte Eier zur weiteren Verarbeitung. Nachdem die Grundlagen dann klar sind, zeige ich, wie genau das dann aussieht. Persönlich habe ich mich noch nicht daran gewagt. Im Winter esse ich einfach kaum Eier. Dieses Jahr soll das anders werden. Ich habe mir zwei Methoden ohne Kühlung ausgesucht, um das zu testen. Die Eier sind dann 6 Monate haltbar. Schauen wir mal. Los geht's! Wichtig ist erstmal, die Haltbarkeit von Eiern an sich zu verstehen. Ein gewöhnliches Ei mit intakter Schale ist locker einen Monat haltbar. Das liegt daran, dass es eine mitgelieferte Schutzschicht hat, die Schale, und solange die intakt ist, geht's dem Ei gut und keine Keime oder Bakterien können rein. Nach und nach trocknet aber die Schale aus und dadurch verschwindet auch die Schutzschicht. Solange die Schale keine Kratzer oder anhaftenden Schmutz hat, ist sie intakt. Und durch Waschen oder Reiben wird die Eierschale porös. Also Wasser und Reibung öffnen die Tür für Krankheitserreger. Deshalb müssen alle Eier, die über längere Zeit aufgehoben werden sollen, von sich aus sauber und frisch gelegt sein. Sorg also dafür, dass das Nest deiner Hühner immer sauber ist. Ja, es ist normal, dass Hühner manchmal vergessen, dass sie im Nest sitzen und dorthin koten. Oder wenn es regnet, steigen die Hühner auch mit ihren Matschfüßen ins Nest. So sind Hühner. Solche Eier solltest du direkt gründlich waschen und zügig aufbrauchen. Ein Großteil der Eier wird allerdings vermutlich immer sauber sein. Genau diese sind es, die haltbar sind. Wenn du ganz normal deine Eier kühl, also unter 15 Grad lagerst und sie einmal in der Woche umdrehst, sind die Eier für einen Monat lang haltbar. Dafür ist kein Kühlschrank nötig. Ich selbst finde auch, dass der Kühlschrank wegen seiner hohen Keim- und Bakterienbelastung kein guter Ort zum Aufbewahren von Eiern ist. Eier gehören für mich in die Speis- oder in den Keller. Um Eier über einen Monat hinaus haltbar zu machen, kannst du sie einlegen. Und ich habe mir dazu zwei Methoden herausgesucht. Bei beiden Methoden werden die Eier in eine Flüssigkeit eingelegt und dadurch dringen schädliche Stoffe erst gar nicht ins Innere und hierdurch verderben sie nicht. Fun Fact am Rande: Es gab mal eine Expedition zur Antarktis und die Teilnehmer haben sich Eier eingepackt. Und bei diesen tiefen Temperaturen und der geringen Keimbelastung in der Luft waren die Eier fast ein Jahr lang haltbar. Und zum Ende hin waren die dann halt aufgebraucht und die letzten Eier, da war der Inhalt des Eis um die Hälfte reduziert und der Rest war verdunstet. Ja, okay, nun zurück zu unserer gewöhnlichen Luft und unseren Temperaturen und den Möglichkeiten, die wir haben. Eier können in einer Siliziumdioxid- oder Calciumhydroxid-Lösung eingelegt werden. Schauen wir erstmal die beiden Stoffe an, damit wir wissen, von was wir sprechen. Siliziumdioxid ist kein besonders seltener Stoff. Es ist das Material, aus dem zum Beispiel Sand besteht. Kennt ihr Kieselgur? Das sind versteinerte Kieselalgen und einer der Rohstoffe, aus denen Siliziumdioxid gewonnen werden kann. Ich benutze Kieselgur im Hühnerstall gegen Milben. Das ist auch so ein, ja, weißes Pulver. Siliziumdioxid wird vielfältig eingesetzt. Es wird in Lacken verwendet, aber auch in Hygieneartikeln oder Lebensmitteln. Andere Namen sind Kieselerde oder Silizia. Siliziumdioxid gibt es in Apotheken zu kaufen und wenn es nicht vorrätig ist, dann kann es bestellt werden oder halt in Online-Apotheken. Ich habe hier hochdisperses Lithiumdioxid, das ist ein sehr feines Pulver. Ich finde, es ist sehr leicht und hat einen neutralen Geruch. Die Methode, um mit Siliziumdioxid Eier haltbar zu machen, nennen wir jetzt einfach mal Wasserglaslösung
Unter diesem Begriff habe ich es am meisten im Internet gefunden. Calciumhydroxid ist auch kein wirklich aufregender Stoff. Es kommt als Gestein in der Natur vor und ist quasi der Kleber in Mörtel. Und da wird es auch schon seit jeher benutzt. Und ich hatte auch einen ganzen Sack voll bei mir stehen mit dem Namen Weißkalkhydrat. Das war mir gar nicht bewusst, bevor ich da ein bisschen rumrecherchiert habe. Weißkalkhydrat benutze ich, um den Hühnerstall einmal im Jahr zu streichen und dadurch zu desinfizieren. Andere Namen von Calciumhydroxid sind Löschkalk, gelöschter Kalk, eben Weißkalkhydrat oder Kalklauge. Da steckt auch gleich ein wichtiger Hinweis drinnen. Calciumhydroxid ist eine Lauge und damit ätzend. Beim Umgang mit diesem Stoff solltest du also unbedingt aufpassen, was du machst. Zu kaufen gibt es Calciumhydroxid in Baumärkten oder bei Baustoffhändlern. Und dort habe ich auch mein Weißkalkhydrat her. Kanntest du die beiden Stoffe schon vorher? Also ich finde das total spannend, wo das überall zum Einsatz kommt. Neulich habe ich auch mal, weil es länger haltbar ist, Kaffeeweiser gekauft. Das kann ich für meine Baustelle gut gebrauchen, weil da Milch einfach immer verdirbt. Und auch da ist Siliziumdioxid einer der Inhaltsstoffe gewesen. Fand ich gut. Okay, also langsam kommen wir zur Sache. Erst hatte ich ja erklärt, welche Eier haltbar gemacht werden können und dann die beiden Mittel, welche dafür benötigt werden. Jetzt kann's losgehen. Aus dem Siliziumdioxid wird eine Wasserglaslösung hergestellt. Die Recherche hierzu war ziemlich schwierig, wegen der unterschiedlichen Begriffe und Anleitungen für die Zubereitung. So wie ich das verstanden habe, soll das Ergebnis eine geleeartige Masse sein. Und laut einer Anleitung soll das Verhältnis hierfür dann 1 zu 10 sein, aber das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe hierzu den 700 Milliliter Wasser in 10 Gramm Schritten Siliziumdioxid hinzugefügt und dann mit einem Handrührgerät gemixt. Bei 40 Gramm wurde die Masse dann geleeartig. Hier, das hat doch eine schöne Konsistenz, oder? Tja, und dann kommen die Eier rein. Die Eier sollen mit der Spitzenseite nach unten eingefüllt werden, damit die Luftblase im Ei nicht wandert. Das habe ich jetzt anfangs vergessen und dann am Ende die Eier umgedreht und das Ganze korrigiert. In dem Behältnis kann man dann nach und nach noch mehr Eier reinfüllen, bis es voll ist. Dafür wird dann immer wieder neue Wasserglas hinzugegeben. Die Eier müssen immer um die 2 cm bedeckt sein, ansonsten gibt es da keine Vorgabe. Also das heißt, man kann da ruhig über so 2 Wochen hinweg die Eier einfüllen. Tja, und ähnlich läuft es dann auch beim Calciumhydroxid. Daraus wird eine Löschkalklösung hergestellt. Das Pulver ist ziemlich schlecht löslich und setzt sich auch immer wieder ab. Und das Verhältnis ist hier 10 Gramm pro 1 Liter. Ich habe dafür einen Esslöffel gewogen, da passen 5 Gramm rein, so 5-6 Gramm. Also nehme ich für 2 Liter 4 Esslöffel, ja oder vielleicht doch lieber 5. Bei der Menge macht das nicht so den großen Unterschied und dann ist es definitiv genug. Und diese Flüssigkeit kommt dann hier bei mir in einen ausgemusterten Edelstahltopf und wie beim Wasserglas auch, müssen die Eier von der Flüssigkeit komplett bedeckt sein und können dann nach und nach mit der Spitze nach unten eingefüllt werden. Ich benutze dafür Handschuhe, weil das ja eine Lauge ist und leicht reizend ist. Allerdings nicht besonders stark. Passt nur auf, dass ihr davon nichts in die Augen oder auf die Schleimhäute bekommt. Oder den Staub einatmet. Das wird unangenehm. Muss dann anständig ausgewaschen werden. Ja, mein Fazit von der Verarbeitung her. Das mit dem Wasserglas macht mehr Spaß. Auch wenn ich da lieber ebenfalls Handschuhe benutzt hätte, denn das Gefühl, wenn das auf der Haut ist, das ist danach etwas unschön. Irgendwie ist dann alles so glatt. Aber nach einiger Zeit geht es dann auch wieder weg und ist normal. Aber mit dieser Pampe die Eier zu bedecken, macht auf jeden Fall Spaß. Für die 50 Gramm Siliziumdioxid, die ich hier gekauft habe, habe ich grob 10 Euro bezahlt. Das ist im Vergleich zum Löschkalk sehr viel. Ich habe mal nachgeschaut. Ein 25 Kilo Sack Weißkalkhydrat kostet um die 8 Euro. Das ist ein Vielfaches weniger. Und die Verarbeitung mit der leichten Lauge, also Löschkalk, ist auch nicht viel komplizierter. Ich frage mich wirklich, ob ich beim Wasserglas irgendwas falsch gemacht habe. Kennt sich da jemand besser aus als ich? Hat da schon jemand Erfahrung? Das wäre wirklich spannend. Es kann ja sein, dass ich nicht das ideale Pulver gekauft habe oder etwas am Verhältnis verkehrt war.
Denn mit den Kosten von, naja, sind dann ja 8 Euro, also pro Ei 1 Euro, das ist schon ziemlich viel und es kommt etwas komisch vor. Beim Löschkalk sind die Kosten ja absolut zu vernachlässigen. Also da das pro Ei runterzurechnen, da ist man unter 1 Cent. Tja, und wie geht's jetzt weiter? Nun habe ich es endlich geschafft, den ersten Teil zu machen. Und den zweiten mache ich dann nach 6 Monaten, damit das Ganze realistisch ist. Wenn du das auch selbst versuchst, gebe ich dir noch Folgendes an die Hand. Verlass dich bei den Eiern auf deine Sinne. Wenn etwas nicht richtig riecht, dann hat's nicht geklappt. Und die Eier sollten nicht unbedingt roh gegessen werden. Bitte schön gut durchkochen. Nach einem halben Jahr kommt dann von mir das nächste Video mit den Eiern hier, also beide Methoden im Vergleich zu frischen Eiern. Mach mir da ruhig Vorschläge, was ich mit den Eiern machen soll. Ich denke, ich werde sie einmal roh aufgeschlagen zeigen und dann noch als gekochtes Ei oder Rührei. Mal schauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich nice und bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Gut, dass ich diese Videos mache. Ich weiß nicht, ob ich mich sonst dazu hätte hinreißen lassen, das mal auszuprobieren. Wenn es sonst noch Themen gibt, über die ich mal ein Video machen soll, schreib mir einen Kommentar. Und ansonsten abonnieren. Ich hoffe, dass ich weiterhin schöne Videos mache. Ich weiß nicht, wie regelmäßig ich das schaffe, aber es kommen auf jeden Fall welche. Ich bleib dabei. Damit verabschiede ich mich erstmal und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye.